Ja, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Lost Ark hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch ganz gerne die Zeit noch ein bisschen verkürzen bis zur Closed Beta für die Leute, die dort an dieser Beta teilnehmen möchten oder eben die Chance bekommen, da teilnehmen zu können. Deswegen werde ich euch immer wieder kleine Gameplay-Videos zeigen von den Klassen, die ich bisher schon angespielt habe und euch auch eben natürlich vorgestellt habe. Und heute im Video, da werden wir uns wieder ein bisschen die Gunslinger-Klasse anschauen. Wir werden wieder einen kleinen Dungeon spielen, so wie immer, denn ihr wisst ja, in der Open World hat man halt aktuell nichts weiter zu tun, als Quests zu erfüllen und auch relativ viel rumzureiten oder zu laufen. Das möchte ich euch ersparen. Da sind eben diese kleinen Mini-Dungeons natürlich der beste Aufhänger. Bevor wir jetzt gleich mit dem Video starten, nochmal der Hinweis von mir: Wenn ihr keines der nächsten Lost Ark Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich euch bitten, abonniert einfach meinen Kanal hier und aktiviert die Glocke dazu, damit ihr dann noch immer eine Benachrichtigung bekommt, sobald hier ein neues Video online geht. Und noch der kleine Hinweis, denkt daran, die Closed Beta startet ja diese Woche am 4.11. und ich bin schon ganz gespannt, hoffe, dass ich meinen Key bekomme, dann daran teilnehmen kann, denn dann können wir endlich auch mal ein bisschen auf diesem Kanal hier Lost Ark streamen. So, und nun würde ich sagen, gehen wir rein in den Dungeon auf Stufe Hard wie immer und starten das Ganze mal. So. Im letzten Video, da habe ich euch ja den Destroyer vorgestellt, also den Zerstörer. Auch eine sehr, sehr gute Klasse, die viel Spaß macht. Die werde ich dann natürlich noch ein bisschen weiterspielen und euch dann vom späteren Verlauf nochmal etwas Gameplay zeigen. Das drücken wir jetzt weg hier. Das wollen wir uns jetzt nicht reinziehen. Wir wollen töten. Okay, meine Skills gehen halt etwas verzögert raus. Kann an der Serververbindung liegen. Problem ist natürlich, auf den russischen Servern hat man nur die Möglichkeit, über diesen VPN-Service zu spielen. Und da kann es natürlich immer mal passieren, dass man halt so kleinere Serverlags hat, ganz klar, weil wir ja nicht auf den deutschen Servern unterwegs sind. Was ja ganz logisch ist, weil es aktuell noch nicht möglich ist. Aber jetzt scheint sich das Spiel gefangen zu haben. So, die Gunslinger-Klasse, wie gesagt, haben wir ja schon ein bisschen gezeigt. Hier ist es halt so, dass man da schon sehr variabel spielen muss. Gerade bei den größeren Gegnern hat man ja die Möglichkeit, auch die Waffen hier zweimal zu wechseln. Einmal auf so eine sogenannte Schrotflinte, würde ich jetzt mal sagen. Und dann so eine Art Snipergewehr. Und dann eben hier die beiden Pistolen, wo dann halt verschiedene Skills hinterlegt sind für die jeweiligen Waffen oder Waffengattungen. Deswegen muss man immer hier mit Z so ein bisschen durchswitchen und sich da auch alles zunutze machen. Nur wechsle ich halt meistens die Waffen nur dann, wenn ich halt gegen etwas größere Gegner kämpfe, wo es sich dann auch wirklich für mich halt lohnt. Für die kleinen Gegner hier, da reicht es einfach, wenn ich ganz normal mit den Pistolen spiele. Aber wir können ja mal spaßeshalber die Pumpgun auspacken, die schon richtig Mörderschaden macht hier. Man muss natürlich auch am Gegner dran stehen. Ansonsten wird's nix. Man kann auch ganz normal mit den Waffen feuern. So wie auch mit den Pistolen, ohne jetzt einfach einen Skill zu nutzen. Das geht auch. Bringt natürlich aber halt nicht so die gewünschte Effektivität, als wenn man halt sich die Skills dabei zunutze macht. Mann, habe ich heute einen Frosch im Hals. Tut mir leid für das Räuspern. Aber ich kann es leider nicht ändern. Ja, fein daneben gehauen, ne? So muss das sein. Was halt ein bisschen schade ist, dass wenn man gerade mit dem Sniper diesen einen Schuss da auflädt, den kann ich dann leider in der Richtung nicht mehr beeinflussen. Deswegen auch immer ganz wichtig, gerade hier in Lost Ark, dass man schon auch vernünftig zielt. Ansonsten passiert eben wie gerade eben, wo ich die Pumpgun in der Hand hatte, konntet ihr ja sehen, dass dann der Skill einfach, irgendwo ins Nirgendwo geht. Und das ist dann natürlich nicht so geil. Da bringt es natürlich überhaupt keinen Effekt.
Jetzt wird's dunkel im Wald hier. Hallo. Da war es schon kurz vor nackig, ne? Meine Güte. Manchmal bin ich auch nicht so der Schnellste, ja? Ja, wie gesagt, ansonsten ist halt Lost Ark eher so dieser MMO-Faktor im Vordergrund. Habe ich immer schon öfter mal angesprochen und erwähnt. Das bedeutet halt, in der Open World selber hat man halt nicht ganz so viele Gegner, auf die man trifft. Das ist dann eher so vergleichbar wie so ein WoW oder sowas. Nur halt einfach aus einer anderen Sicht. Also weniger jetzt zum Beispiel wie Wolzen, was ich halt aktuell selber ja auch immer noch spiele. Das ist dann schon wieder anders. Da hat man natürlich etwas mehr Gegner, gegen die man da kämpft. Also praktisch einfach das ganze Spielprinzip so ein bisschen anders, als es hier ist. Sicher ist natürlich auch Lost Ark nichts weiter wie so ein ja, RPG, logisch. Aber es hat einfach mehr diese MMO-Anleihen und das muss man mögen, das muss man spielen wollen. Und ich habe ja auch immer schon oft gesagt, dass ich mir hätte nie vorstellen können, dass diese Kombination halt so gut funktioniert. Aber sie funktioniert, also die Kombination, sage ich mal, ich nenne es einfach mal nicht Lost Ark, sondern Diablo und MMO, das funktioniert. Um es jetzt einfach mal so auf Lost Ark zu projizieren. Das Endgame wird dann halt interessant, um so dann mal schauen, was wir da alles machen können, wenn ich dann irgendwann mal angekommen bin. Das wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Was ich auch schon mal sagen kann, was hier gar nicht so effektiv ist, ist, wenn man halt die ganzen Mobs hier killt, die bringen jetzt nicht so die vielen Erfahrungspunkte, wie man das vielleicht aus anderen Genrevertretern gewohnt ist. Die meisten Erfahrungspunkte hier bekommt man tatsächlich, wenn man halt die Quests erledigt. Allerdings ist es so, dass ich mit der Ganzlinger-Klasse hier aktuell schon auch nur straight die Hauptquest erledige. Es gibt natürlich viele Nebenaufgaben, ja, die man halt mitnehmen könnte, die ich einfach außen vor lasse, um einfach jetzt schneller Richtung Endgame zu kommen und euch da was zeigen zu können. Das war ein geiler Schuss, Mann. Ja, und Gegnerdesign, ne? Also auch das schon habe ich oft erwähnt. Das ist richtig gut hier. Also gerade so die Bossgegner, gegen die man hier kämpft, die sind wirklich mega gut designt. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Dann machen wir alles hier ein bisschen zu. War ein geiler Hit. Ja, der war auch nicht so schlecht. Jetzt habe ich natürlich auch nicht so schlecht Damage bekommen. Der mit seiner Kackpeitsche hier, ne? Dieser Ochse. Wie heißt das? Society Body. Oh je. Ja, ich bin schon, wie gesagt, selber ganz gespannt auf die Closed Beta. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann dran teilnehmen und euch dann natürlich dementsprechend auch was zeigen. Das werden wir dann halt sehen, ob das funktioniert. Wie das. Schön in den Rücken. Boah, wie sich's gehört, ne? Aber man merkt schon heute so kleinere Lags hier. Das ist natürlich nicht so geil. Immer schön in den Rücken schießen. Das bringt halt natürlich am meisten Punkte. Macht er denn hier?
legt sich schon freiwillig in den Dreck, ne? So, das wird es ja wohl hoffentlich noch nicht gewesen sein, ne? Also die Pumpe hier, die macht schon richtig Mörder-Damage, ne? Das ist Wahnsinn. Also gerade gegen die großen Gegner ist das halt, würde ich fast sagen, das Mittel der Wahl, ne? Das Sniper ist natürlich auch so schlecht nicht, aber hier mit der Pumpe, da kannst du schon, fiese Löcher machen, ne? Schluss hier mit dem Gespieler, Freunde der Sonne. Yes, sir. So. Bei dem Aufladeschuss auf der Taste D ist es halt wiederum so, da kann ich dann schon wieder wählen, also die Richtung noch beeinflussen, ne? Ist es geht doch mal richtig ran hier an den Feind, meine Güte. Bleibe ruhig. Atme. Ja, also man merkt, so kleinere Lags habe ich schon drin. Kurios, weil eigentlich meine Leitung heute stabil läuft, also von der oder anders gesagt, ich habe volle Bandbreite, deswegen wundert es mich tatsächlich ein bisschen, dass ich heute so Schwierigkeiten habe hier. Oder dass halt einfach immer mal zwischendrin so ein bisschen ja, am Lecken ist. Aber das gehört nun mal auch dazu. Keine Angst. Der Papa ist da, wird euch retten hier, Freunde. Okay. Man muss sich natürlich auch erstmal so ein bisschen an die Geflogenheit hier gewöhnen, dass man halt relativ viele Skills praktisch hat, die man sich hier zunutze machen kann, ne? Also wenn man andere Spiele kennt, hat man halt eine Leiste mit 7, 8 Skills. Meistens nutzt man davon effektiv irgendwie nur 1, 2. Die anderen sind immer so nice to have. Hier ist es schon so, dass man schauen sollte, dass man auch alle irgendwie mehr oder minder halt mal benutzt, sinnvollerweise. Und sich halt natürlich auch einfach an eine gute Rotation zusammen schustert so ein bisschen. Damit das Ganze dann auch halt Sinn hat. Wo man nicht ellenlang irgendwo sinnlos im Cooldown hängt oder irgendwas dergleichen. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man halt natürlich immer die Klasse auch ja, regelmäßig spielen. Deswegen sieht es bei mir manchmal so ein bisschen hakelig aus. Da ich euch ja versuche schon relativ viele Klassen zu zeigen, komme ich halt auch leider nicht dazu, ja, mit jeder Klasse halt ausreichend viel spielen zu können. So, und ich glaube, dem müssen wir hier mal ein paar Takte erzählen, ne, dem Kollegen. Genau, wir lassen ihn nochmal sein Stoßgebet sprechen und dann werden wir uns den Kollegen mal vorknöpfen, würde ich meinen. Und wir packen schon mal hier die dicken Geschosse aus, ne, den großen Prügel. Ran hier auf den Meter. Platz da weg, ne? Boah. Scheiß die Wand an. Nice. Da wird schon wieder Fitster bald, ne? Meine Güte. Der Diabolist. Machen weg den Kollegen. So. Ja, ich meine, er versucht zu flüchten, aber wir werden ihn trotzdem erwischen, ne? Den Bastard. Dann werden wir mal die Kutte da zurechtrücken.
Hello, brother. Wie gefällt dir das, Mann? Oder das? Oder hier? Nice shot. Умер и возродился в Нан. Наши союзники уже близко. Was schwallt er? Keine Ahnung, was er will. Oh. Ja, kriegst du erstmal noch das, du Lappen. Und dann das. Jetzt haben wir ihn aber schön hier erwischt, ne? Ja, mal schön ins Kreuz. Ah, es war ein Fail. So ein Klassiker, ne? Ja, keine Angst, dem ziehen wir schon die Kutte aus hier. Oh! Einmal fett daneben. Das ist das, was ich meine. Also, was ich auch schon gerade bei dem Video der Destroyer-Klasse angesprochen habe. Man muss sich schon so ein bisschen den Gegner halt auch anschauen, wie sein Bewegungsmuster ist, damit man halt auch die Skills ordentlich ins Ziel bringt. Denn ansonsten passiert es eben so wie mir hier gerade. Da kommt einfach nicht wirklich viel an. Weil man entweder gerade irgendwie einen Knockback bekommt und dann der Skill im Cooldown ist. Oder ganz einfach der Gegner halt sich gerade wegportet und man dann einfach dasteht und den Skill halt ins Nichts geschossen hat. Ne? Haben wir schon mal gut. Oh, Stun. Stun ist nie gut. Komm schon. Weg da. Ai, ja, wa. Ins Gesicht. Oh. Geiler Schuss, ne? Da legst du die nieder, Mann. Ja, die Bosskämpfer machen schon Spaß hier. Also man muss schon, wie gesagt, sich so ein bisschen Bewegungsmuster einbringen, muss schauen, was machen die für Attacken. Man kann natürlich auch nicht einfach irgendwie stehen bleiben und rumballern wie so ein Irrer, ne? Das funktioniert halt auch nicht. Man muss sich schon so ein bisschen die Gegner anschauen und das finde ich wirklich gut hier. Das gefällt mir. So gewinnen schon die Bosskämpfe erstmal ein bisschen an Intensität, an Variabilität. Sehr gut. Genau, da kommt ja noch dieses geile Festival of Madness. Auch das gab es ja schon in einem Video zu sehen mit meiner Reaper-Klasse, die ich ganz am Anfang gespielt habe. Bis aktuell Level 35, glaube ich, war ich da. Und dann hat mich irgendwie die Ganzlinger-Klasse halt gepackt. Die sich halt doch sehr, sehr gut spielen lässt. Ja, und wie schon am Anfang erwähnt, ne, am 4. November, also Stand heute, wo das Video aufgenommen wird, in 3 Tagen also, startet dann bei uns die Closed Beta. So, wir lassen hier mal die beiden noch kämpfen. Eieiei. Jetzt knallt's. Bam. Не сегодня, Йос. Прощай. Он исчез. Einfach weg, ne? Ничего, Джандри. Ничего. Теперь мы его не упустим. Бери кослят, твой мальчик. Ищи. Alles klar. Natürlich werden wir im Folgen, ne? Wir spielen erstmal ganz geschickt den Song of Return.
mit unserer schicken Gitarre. Auch das finde ich irgendwie schön gemacht hier. Hat was. Ja, und haben auch den Dungeon schon wieder geschafft. So sieht das Ganze aus, ihr Lieben. So, dann gehen wir die Quest noch schnell ab. Vielleicht bekommen wir da noch ein Level ab. Also wie gesagt, die Dungeons, die machen hier schon richtig Spaß. Könnten ja eigentlich auch hier drüber mal schnell reisen. Durch den ganzen Weg daher reiten. Oh, das war die falsche Taste. Alt und V ist das Mittel der Wahl. Ja, auch wie gesagt, grafisch, ne, macht halt Lost Ark einfach verdammt viel richtig. Mir gefällt auch, wie die ganzen Skills animiert sind. Ich habe ja schon letztens auch immer gesagt, bei der Destroyer-Klasse war das, glaube ich, der Fall. Dass man dann auch schon das Gefühl hat, dass man wirklich so einen starken Charakter spielt, weil einfach so die ganze Animation dann, zum Beispiel bei der Destroyer-Klasse, weil man ja so einen großen Hammer hat, da wirken auch die Skills wirklich wuchtig, so wie man sich das vorstellt, so wie das sein sollte. Dass man auch wirklich das Gefühl gewinnt, man spielt ja gerade eine richtig starke Klasse. Ja, so möchte man das halt haben, so sollte das eigentlich auch sein. Und sich nicht alles gefühlt irgendwie gleich anfühlen. So, machen wir noch hier den Rare Mob mit. Oh, da hat sie ihn schon zerrissen, ne? Aber ich bin nochmal vor Angst erstarrt. Ja, man kann es auch sehen, ne? Ich habe jetzt 204 Millisekunden. I don't know why, aber so ist es halt. So, und hier geht es dann mit der Spur ins nächste Gebiet. Das werden wir uns aber nicht groß anschauen. Weil da passiert natürlich wieder nicht so viel, wie gesagt, hier in diesen ja, offenen Gebieten, wo man sich halt bewegt. Da hat man jetzt nicht ganz so viel Action. Und hier hat man dann halt immer mehr oder weniger den Dungeons. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, sind wir auch für diese Folge schon wieder am Ende hier angekommen. Ich hoffe, dass euch natürlich auch diese Folge wieder gefallen hat mit der Ganzlinger-Klasse. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr selber schon Lost Ark mal vielleicht auf den russischen Servern oder sogar auf den koreanischen ausprobieren konntet oder ausprobiert habt. Und welche Klasse euch da am besten gefallen hat oder welche Klasse ihr gerne auch nochmal sehen würdet wollen. Dann können wir uns das natürlich auch gerne hier nochmal auf diesem Kanal anschauen. Denkt daran, wenn es euch gefallen hat, drückt gerne den Daumen nach oben. Und wie eingangs erwähnt, lasst einfach mal ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr dann immer benachrichtigt werdet, wenn hier ein neues Video online geht. Und jetzt sagt ihr wieder danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.